Hallo, ich bin's wieder, Steve von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Und bei mir ist der Christian vom E-mobilen Stammtisch Mecklenburg-Vorpommern. Korrekt. Ja. Und was der so zu erzählen hat, was der zu berichten hat, das erfahrt ihr nach dem Intro. Bis gleich. Ja, Christian, dann erzähl doch mal, wie treffen wir denn jetzt eigentlich aufeinander? Also Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg, wir sind ja nun schon eine Weile mit euch in Kontakt aus Mecklenburg-Vorpommern, ne? Und wir haben unseren Chat, da bist du ja mit drinne und liest ja manchmal so fleißig mit, was wir so machen. Ein sehr reger Chat. Ja, auf jeden Fall, sehr rege Diskussion teilweise. Und wir hatten halt die wahnwitzige Idee, Mensch, lass doch mal zusammen Stammtisch machen. Einfach, dass man sich gemeinsam trifft. Und das haben wir heute gemacht am LEEA. Vielleicht kannst du mir das nochmal sagen. Das ist das Landeszentrum für erneuerbare Energien in Neustrelitz. Super. Ja, habe ich gerade abgelesen. Okay. Ja, und da haben wir uns getroffen. Wir sind knapp über 30 Fahrzeuge heute gewesen. Ne? Wir hatten vorher noch eine kleine Tour durch Brandenburg gemacht. So, aber zurück zum Thema. Jetzt sind wir ja auf euch getroffen und jetzt gibt es einen E-Mobilen-Stammtisch Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt erzähl mir doch mal, seit wann gibt es euch denn? Also uns gibt es seit 2017. Okay. Wir haben in einer kleinen Runde angefangen mit drei Leuten und sind bis jetzt auf, sagen wir mal, 10 aktive Teilnehmer gewachsen. Das ist nicht viel. In Mecklenburg-Vorpommern ist das Thema noch nicht ganz so. Für die Anzahl an E-Fahrzeugen, die es in Mecklenburg-Vorpommern gibt, denke ich, sind wir vielleicht schon ganz gut aufgestellt. Also man sollte ja auch immer sagen, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber man sollte halt auch immer sagen, so ein e-mobiler Stammtisch, es sind ja auch mehr aktive Mitglieder, genau, die sich dann wirklich zusammentreffen, die debattieren, die versuchen, Sachen zu bewegen und so eine Sachen, haben, die Lust drauf haben. Es gibt natürlich weitaus mehr E-Fahrer, aber gemessen an der Menge in MECPOM ist das ja schon mal, ich meine, ihr habt 2017 angefangen, die Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg hat jetzt knapp 100 Mitglieder, sehr flache Strukturen, ne? Also 100 Sympathisanten, nennen wir es mal. Die gibt es ja aber auch schon seit 10 Jahren. Ja. Also man darf auch nicht vergessen, dass wir uns einen Ort ausgesucht haben in Mecklenburg-Vorpommern, der relativ zentral liegt, quasi im Nirgendwo. Der dafür aber dann Ladeinfrastruktur der hat. Der dafür uns aber Ladeinfrastruktur bietet, aber doch durchaus eine relativ weite Anfahrt bedingt. Da muss man Lust drauf haben. Da muss man Lust drauf haben. Man muss Lust auf Gespräche haben im Verbund mit der Elektromobilität. Teilweise auch erneuerbare Energien. Da muss man schon durchaus einen Willen zeigen. Jetzt ist es ja, euer Treffpunkt ist wo genau in Mecklenburg-Vorpommern? Welcher Ort ist das ja, immer das gewesen? Das ist in Gessin bei Basedow. Das sind zwei Orte, die kein Mensch kennt. Okay. Wenn ich es irgendwie hinbekomme, werde ich hier mal eine Karte einblenden oder so. Das ist bei Teterow. Okay. Es ist noch ein Stück ab von der Autobahn, so ungefähr 20 bis 30 Kilometer. Und da trefft ihr euch alle 2 Monate? Und da treffen wir uns alle 2 Monate. Hm. Und die Termine? Die Termine sind durch Facebook und WhatsApp abrufbar. Wir hatten mal eine Internetseite, aber wir haben gemerkt, dass es mehr Aufwand macht, diese Internetseite zu pflegen, als dass wir dort irgendwo Interessenten. Also ich werde auf jeden Fall unter dem Video eure Facebook-Gruppe verlinken. Genau. Und auch dort sind die Veranstaltungen auch eingetragen. Going Electric, da macht ihr auch so einen, habt ihr auch einen Thread oder sowas, wo ihr dann immer. Ja, auch dort ja? Schreibe ich, wenn ich dran denke, die Veranstaltung rein. Werde ich auf jeden Fall auch mal einen Link unten reinpacken für die es interessiert. Denk mal, willkommen sind auch Leute, die jetzt noch kein Elektroauto haben, die sich einfach mal für dieses Thema interessieren. Es ist jeder willkommen, der sich dafür interessiert. Mhm. Wir sind absolut offen für jeden. Okay. Und so, jetzt trefft ihr euch alle 2 Monate dort. Du sagtest vorhin, also für mich ist jetzt Gessin und so,
weiß ich jetzt nicht aus dem FF, wo das ist, aber das ist sehr weit östlich, weil die westliche Hälfte von MacPom nicht so ganz aktiv ist oder zumindest ja, kommen da keine von euch her bis jetzt. Ja, es ist relativ mittig. Ja. Also weder Osten noch Westen, ah, okay. Weder Norden noch Süden. Ja. Es ist relativ mittig in Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Aber die aktive Szene gestaltet sich eher so auf den auf den östlichen Teil von Mecklenburg-Vorpommern. Okay. Ja. Leider haben wir noch wenige Interessenten aus dem westlichen Bereich. Wie sieht's denn aus in Rostock zum Beispiel? Ich meine, ihr habt ja ein paar Städte, so Stralsund, Rostock. Wie sieht's denn in Rostock aus mit der Ladeinfrastruktur? Wäre ja auch so ein, ich sag mal so ein gewisser Magnet, um sich dort zu treffen, oder? Oder kommt es nicht so für euch in Frage? Ja, die Ladeinfrastruktur in Rostock ist jetzt nicht die schlechteste. Ja. Aber sie wird halt auch häufig benutzt. Also es, dadurch, dass wir ein touristisches Land sind, ja. Laden dort sehr viele Fahrzeuge halt auch aus dem Umland und aus halt auch entlegenen Gebieten Deutschlands. Und es ist schon schwierig, Ladeplätze zu bekommen. Ja. Ja. Und wenn man dann natürlich noch eine größere Veranstaltung stattfinden lässt mit vielleicht, sagen wir mal, 5 bis 10 Autos, die auch wieder nach Hause müssen, ist die Infrastruktur schon über ihre Grenzen? Dann ist die schon belastet. Über ihren Grenzen. Ja. Das ist eigentlich echt traurig für 2019, oder? Ja, das ist sehr traurig. Also wie war das vorhin? Rostock war das mit den 92 Zulassungen? Genau, und wir sind eine Stadt mit insgesamt 200.000 Einwohnern, haben okay. aber öffentlich nutzbare Ladepunkte gerade mal 12. 12 bei ja. 200.000 Einwohnern. Genau. Und die Entscheider sind aber trotzdem der Meinung, dass wir mit Ladepunkten sehr gut ausgestattet sind. Weil und dass wir da nicht mehr gemacht werden weil muss. Weil wir gerade mal 90 Fahrzeuge im Landkreis zugelassen haben. Also in derer Weltanschauung ist es quasi nicht möglich, auch mal von Berlin aus nach Rostock zu fahren mit einem Elektroauto. Ich glaube in deren oder zumindest, wenn ich jetzt quasi nach Rostock komme, dann müsste einer von euch Rostock verlassen. Oder wie ist schnell das gedacht? Ist möglich, ne? Es ist ein bisschen grotesk, oder? Ich denke mal, es ist immer noch die also es hört sich böse an. Mhm. Ich meine es nicht böse, es ist die Verbrennerdenke. Ja. Yeah. Man tankt dort, wo man wohnt. Mhm. Ja. Und wenn man irgendwo hinfährt, schafft man es meistens wieder auch zurück. Und an dem Ort, wo man sich aufhält, muss man nicht tanken. Ich meine, dass diese Denke bei den Leuten draußen existiert, das verstehe ich. Es bedarf halt jetzt keine Missionierung, aber es bedarf halt einer gewissen Aufklärung. Aufklärung, das ne? ist korrekt, ja. Dass man den Leuten einfach erklärt, wie es funktioniert. Aber ich finde es halt immer wieder schade. Wir sind jetzt heute hier im Landeszentrum für erneuerbare Energien. So. Und jetzt gibt's solche Sachen, die werden gefördert, steht da dran, von Mecklenburg-Vorpommern, von der Europäischen Union. Hier sind private Sponsoren mit drin. Was hat er gesagt? Dieses ganze Komplex hat 7 Millionen Euro gekostet, ja. Plus Einrichtung. So. Und jetzt sind wir an dem Punkt, kann man denn nicht so einem Bürgermeister jeden Mal sagen, du musst jetzt mal da ringehen und musst mal so eine Führung mitmachen? Ich meine, also hier gehen Kitas durch, hier gehen Schulen durch, aber was ist denn mit den Leuten, die uns jetzt tatsächlich gerade, in Anführungszeichen, regieren? Also denen müsste man das doch eigentlich mal aufs Auge drücken und müsste sagen, so, ja. Nächsten Donnerstag findest du dich um 14 Uhr da ein und dann Abigail-Ruby, oder? Ich glaube, also es wäre wünschenswert, ja, oder? Ich glaube, wir sind als Gemeinschaft der Elektrofahrer einfach zu klein. Ich glaube, Sie sehen. Wir sind noch zu unwichtig. Wir sind noch zu unwichtig. Auch als Wähler sind wir noch zu unwichtig. Ich glaube, man konzentriert sich da eher auf andere Gruppen und das Thema Elektromobilität ist einfach auch noch nicht in der Politik angekommen, jedenfalls nicht in der Kommunalpolitik. Ja, das Problem ist aber, wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass jetzt der VW ID bestellbar ist, in den ersten 24 Stunden irgendwie 10.000 Bestellungen und sowas, jetzt gehen wir wirklich nur mal vom Minimum aus und sagen, naja, jetzt kommt 2020, wir haben jetzt 2019, Mai 2019. Das dauert ja alles eine Weile, bis das aufgebaut ist, bis es angeschlossen ist und bis da jeder sein Okay gegeben hat. Aber jetzt sagen wir mal, kommt 2020,
der ID, der, was weiß ich nicht, Elborn und wie sie alle heißen, also da kommen ja locker, ich sag mal, 10 weitere Fahrzeuge, also verschiedenster Couleur. Dazu kommt noch die Modellpflege der bestehenden Fahrzeuge. Die Reichweiten werden wirklich immer größer. Das Verständnis wächst. So, und jetzt bestellen die Leute, jetzt haben 10.000 innerhalb von 24 Stunden bestellt, jetzt kriegen die, ich sag mal, innerhalb von 2 Monaten ausgeliefert, weil VW ist ein Volumenhersteller, machen wir uns nichts vor. Ausliefern, ja. Ja? Ich kann ja nicht dann erst losrennen und sagen, ich bräuchte jetzt eine Steckdose. Also ich muss ja im Vorfeld. Ja, ne? Gut, es gehört Wille dazu und es gehören Leute dazu, die auch aufmerksam machen. Der Stammtisch Mecklenburg-Vorpommern, der E-Stammtisch Mecklenburg-Vorpommern ist noch, ich sag mal so, steht noch am Anfang. Der steht, ne, am Anfang, ja. Ihr habt noch nicht so die Verbindungen zu der Kommunalpolitik und sowas, ja, alles, wie wir es haben. Wir wollen euch gerne unterstützen. Mhm. Wir wollen euch gerne mit unter die Arme greifen, wo wir nur können. Und gerne auch mal so einen Flashmob machen, wie letztens in Rangsdorf. Du hast mitbekommen, da ist jetzt einiges am Rumoren, ja. Da ist jetzt einiges am Drehen. Ich habe mitgefeiert. Ja? Im Chat, ja, ich habe mitgefeiert. Und ich wünsche mir auch solche Organisationen auch mal in Mecklenburg-Vorpommern. Aber uns fehlt einfach auch die Manpower, uns fehlen teilweise auch Leute, die mal wirklich vorangehen. Die das einfach mal in die Hand nehmen und sagen, wir machen das jetzt einfach. Ja, richtig. Wir machen das jetzt einfach, weil vielleicht, also das Problem ist ja immer, ich sage ja immer, also die Frage ist ja nicht, ob die Elektromobilität kommt, sondern sie kommt. Sie kommt. Die Frage ist nur, wann. Und dann sind wir an dem Punkt, sie kommt ja nicht nur, sondern sie ist ja bereits da. So, und wir haben heute sehr, sehr schön, sehr eindrucksvoll festgestellt, die Fahrzeuge sind das Problem, sondern die Ladeinfrastruktur. Mhm. Und da müssen wir halt ganz klar sagen, da muss halt endlich mal was passieren. Da muss halt endlich mal angepackt werden. Ja. Da muss seitens der Politiker und allem drum und dran, muss jetzt mal was gemacht werden. Ne? Genau. Und wir brauchen wirklich Leute, die auch mal der Politik 3 Worte sagen können. Also der Aufruf an euch, wenn hier Zuschauer sind, die entweder aus Mecklenburg-Vorpommern kommen oder Leute kennen aus Mecklenburg-Vorpommern oder jemanden kennen, der jemanden kennt, der jemanden kennt, nutzt die Links unten in der Videobeschreibung, schreibt den Jungs, geht hin zu dem Stammtisch und jeder bekommt eine Antwort. Genau, jeder bekommt eine Antwort und guckt, ob ihr die irgendwie unterstützen könnt. Ihr müsst kein eigenes E-Auto fahren, ihr müsst einfach nur der Technologie aufgeschlossen sein. Und nochmal ganz wichtig, ich glaube, kein E-Autofahrer möchte seinen Benziner oder seinen Diesel abspenstig machen. Wir sind keine Missionare. Wir wollen einfach nur, dass wir elektrisch fahren können. Wer sich uns anschließen will, ist herzlich willkommen. Und wer sich über dieses Thema informieren möchte, der ist auch herzlich willkommen. Und wir wollen halt einfach nur überall hinfahren. Wir wollen nicht mehr gucken müssen, wo kann ich fahren und wo kann ich nicht fahren. Also fahren kann ich überall, aber die Frage ist dann, ob ich irgendwann wieder zurückkomme. Es müssen irgendwann die Fragen aufhören, wie weit kommt man damit und wo kann man laden. Stimmt, das sind halt immer die ersten Fragen. Ne? Mhm. Ja. Hab schon mal überlegt, mir das so ein T-Shirt zu machen. Ja. Also wenn die Leute mich fragen, immer, wie weit komme ich damit, dann sage ich immer, naja, so weit wie ich möchte. Ne? Mhm. Na, wie? Ja, also, fühlen Sie sich aber schon überfahren. Richtig, leider ja. Ich habe einen sehr eindrucksvollen Punkt. Ich fahre über 40.000 Kilometer im Jahr und das ist ohne Probleme. Ne? Also, aber da könnten wir jetzt ewig abschweifen. Es soll ja um euren E-Stammtisch gehen. Und wir wollen ja so ein bisschen euch auch voranbringen. Das heißt also, auch Leute aus Anrainerstaaten oder sonst irgendetwas, gerne mit zum E-Stammtisch nach Mecklenburg-Vorpommern und gerne, denn nur gemeinsam können wir was bewegen. Wir haben noch Platz. Ja. Nur gemeinsam können wir was bewegen und nur gemeinsam können wir vorankommen. In diesem Sinne bedanke ich mich bei Christian. Ja, ich bedanke mich auch. Und wenn ihr mehr solche Videos haben wollt, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, dann klickt einfach hier unten auf Abonnieren und dann sehen wir uns schon beim nächsten Video. Ja, und vergesst die, genau, wenn ihr benachrichtigt werden wollt, dann vergesst die Glocke dann eben nicht. In diesem Sinne, ciao. Ciao.